mit dir drüber reden. Josh? Ist da jemand? Oh Gott. Oh Gott. Wem kann ich dir helfen? Ich kann sie lindern, deine Schmerzen. Du brauchst nur darum zu bitten. Was? Wünsch dir, dass deine Schmerzen vergehen. Ja. Wie du wünschst. Eine Zigarette und einen Händedruck, mehr kann ich im Moment nicht bieten. Nicht nur das. Du hast doch eine Seele. Die würde ich für eine Dusche und einen Whisky eintauschen. Dann wäre der Tod deines Feindes ein billiges Vergnügen für dich. Du bist wirklich total am Arsch, weißt du das? Aber die Idee finde ich gar nicht schlecht. Dann gönne mir eine Freude. Was wünschst du, wie soll dein Fluch sich erfüllen? Denk gut darüber nach. Genieße es. Er soll einfach Krebs kriegen. Er soll einfach nur Krebs kriegen und verrecken. Wie du wünschst. Wohlfahrtschecks? Lebensmittelmarken? Und noch was, ich... Hey, alles in Ordnung mit ihm? Geht's wieder? Weiß ich nicht. Hey, lassen Sie sie gehen. Hat es dir gefallen? Lauf, du Insekt. Lauf und verbreite deine Neuigkeiten. Sag allen, dass etwas entfesselt ist in ihrer Stadt. Etwas, das sich an Wünschen weidet. Aber berichte es ihnen rasch. Solange du noch eine Seele besitzt. Bitte.
Beth, wir müssen hier schnell verschwinden. Das nützt nichts. Keine Türen mehr, keine Zimmer mehr und auch keine Ausflüchte. Sprich deinen Wunsch aus. Ich werde mir nichts wünschen. Ach, wirklich? Nicht einmal, wenn ich dir das neueste Stück aus Bormans Sammlung zeige? Die höchste Erfüllung seines Wunsches? Was? Ein kleines Meisterstück aus meiner Hand. Ich nenne es Schwester. Warum hast du mich verlassen? Oh Gott. Janine! Sie ist sich doch recht ähnlich, findest du nicht? Am nettesten finde ich ihren verzweifelten Gesichtsausdruck. Du beschissener Schleimbeutel! Du stimmst mir nicht zu. Also schön, vergiss es! Weißt du was? Ich habe es immer so gehalten. Was ich nicht besiegt, dann verbrenne ich. Das bekannt. Sprich deinen Wunsch aus. Und warte damit nicht zu lange. Ich wünsche mir, dass Mickey Turelli vor 2 Tagen nicht während der Arbeit getrunken hätte. Mir nie begegnet.